Der Neckarsteig führt 128 Kilometer weit durch das Neckartal von Heidelberg bis Bad Wimpfen. Gleich nach dem Start bei Schloss Heidelberg geht es steil die Himmelsleiter hinauf. Immer wieder genießt man unterwegs schöne Aussicht auf den Neckar. Mehrfach wechselt man über Brücken auf die andere Seite. Schloss Hirschhorn ist einer der Höhepunkte der Strecke. Die Margaretenschlucht erfordert Trittsicherheit, es gibt aber auch eine einfache Umleitung. Zum Schluss der Wanderung kann man durch die Straßen und Gassen im schönen Bad Wimpfen spazieren.